Hallo Freunde, heute geht's mit Ursula im Defender in die Dschungellandschaft an den Jubilee Creek. Wir überqueren zunächst das Otoniqua-Gebirge, um dann in der Nähe von Neisna im Redental zu unserem Zielort zu kommen. Bottle kämpft sich als letzter Überlebender des Dschungelcamps bis zur Wasserquelle am Jubilee Creek vor. Unzählige Gefahren lauern auf Dschungelbottel, vor allem gefährliche Wildvögel. Da bewegt es sich. Ein Angriff aus dem Busch. Nein, es ist tatsächlich Dschungelbottel. Er hat ein gefährlich schlafendes Wildschwein erlegt. Siehe da, mit einer Haselnuss erweckt er den schlafenden Koloss zum Leben. Es geht weiter, allein auf sich gestellt. Das Wasser hat sich rötlich verfärbt. Ein schlechtes Zeichen. Dschungelbottel ist auf dem Weg zu den verlassenen Goldminen. Siehe da, da sind sie. Hier wurde 1800 Gold entdeckt. Bottle gelangt zu einer südafrikanischen Vogelschutzstelle, wo Futter angeboten wird. Dort befinden sich bereits gefährliche Tiere. Was ist jetzt? Rapid. Was willst du mit dir? Ja, was möchtest du? Ich hab nichts von dir. Ich hab nichts? Nee. Mein Schiff. Neisna Luri. Dschungelbottel arbeitet sich weiter durch den tropischen Urwald. Bottle schlägt sich am Alligatorbecken vorbei. Überall lauern sie, riesige, große Baumwurzeln. Da,
Der gefährliche Drogenpilz weckt Bottles Interesse. So, kurz vor dem Ziel. Hier sind wir am Jubilee Creek in der Nähe von Renendal. Da, endlich, Ursula. Er hat sie gefunden. Ein wunderschöner Spaziergang geht zu Ende. Thank you.